zum Gestüt. Kannst du mir bitte sagen, was das ist? Der neue Name eurer Kollektion. Das kann sie nicht machen. Rebecca. Clarissa, die tickt doch nicht mehr ganz sauber. Ich meine, das ist meine erste Arbeit als Chefdesignerin. Und Unity, das war doch nicht nur irgendein Name, sondern ein Konzept, ja? Mein Konzept. Und Clarisse Number One, das ist doch nur, das ist... Eitelkeit pur. Ja, ein Schlag ins Gesicht. In Mainz und ganz nebenbei auch in Tanjas. Rebecca, ich habe bereits eine Gremiumssitzung anberaumt, um sie rauszuschmeißen. Ja, das ist auch die einzige richtige Reaktion. Dann ist vielleicht auch endlich mal Schluss mit diesem unterschwelligen Zickenkrieg in der Chefetage. Dann ist allerdings auch Schluss mit LCL. Aber wir können uns ja immer noch in L umbenennen. Oh nein, natürlich. Clarissas Name. Ihr Name und leider auch der Ruf des Konzerns. Also denkst du darüber nach, es nicht durchzuziehen? Wenn ich das mache, beweise ich der alten Dame nur ein weiteres Mal, dass wir auf sie angewiesen sind. Auf der anderen Seite steht unsere Firma im Moment alles andere als solide da. Und wenn wir sie rausschmeißen, dann wirkt sich das als allererstes auf die Umsatzzahlen aus. Statt langsam aus der Krise rauszukommen, würden wir immer weiter reinschlittern. Ja, aber ich finde, sie ist zu weit gegangen. Sie muss weg. Und ich brauche da immer noch mehr Stimme von dir. Also komm, gib Gas! Bin bereit. Sorry. Boah, es ist so stickig und eng hier drin. Kannst du vielleicht die Tür aufmachen? Sagt mehr Stimme. Ja, also mit diesem Sound, das bin ich einfach nicht gewöhnt. Können wir den ein bisschen runterpegeln? Wenn du es als Sängerin schaffen willst, musst du mit deiner Stimme fähig sein, eine Halle zu füllen. Da kannst du dich auch nicht immer hören. Ja, auch mit dieser Begleitung. Ob das das Richtige ist, ich weiß nicht so richtig. Ist nicht nur Gitarre ein bisschen ehrlicher? Hör zu. Ich arrangiere, du singst, sonst nichts. Klar. Du musst stützen. Hat dir das niemand beigebracht? Doch. Dann mach's doch einfach. Ich hab halt versucht, also das, Stopp. Ich glaube, wir müssen da mal was klären. Wenn das mehr werden soll als ein nettes Hobby, dann musst du unter Druck Leistung abliefern. Ha? Also, entweder du fängst jetzt damit an oder wir lassen das hier. Meine Zeit ist teuer. Alles klar. Und bitte. Herrgott, aus! 5 Minuten Pause. Ich hab so die Schnauze voll von diesen Castingmäusen. Sag mal, Tristan ist nicht zufällig irgendwo in der Nähe, oder? Hättest du ihn doch gerne in deiner Nähe. Jetzt mal ehrlich, geht da was zwischen euch oder nicht? Du hast mich gestern schon so ausgefragt. Hast du mich wegen Tristan herbestellt oder wegen der Tür? Deswegen. Kriegst du hin, oder? Ja, das dürfte zu machen sein. Prima. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nein. Alles klar. Seitdem Hagen nämlich in England ist, steht mir die Arbeit hier bis zum Hals. Jetzt mal ernsthaft. Bist du jetzt interessiert an Tristan oder nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. Weißt du, eigentlich mag ich ja schon Typen mit einem großen Selbstbewusstsein, aber
Wie Tristans Ego wirklich in ihn hineinpasst, ohne dass er Platz, ist mir echt ein Rätsel. Du, wie gesagt, er kann auch anders. Das weiß ich ja. Ich meine, wenn er ihn erstmal an sich heranlässt, dann ist er sensibel und witzig und... Aber er spielt auch gern Spielchen und das ist genau die Sorte Mann, von der man sich besser fernhält. Ja, genau. Ja? Okay, das war's. Wir machen Schluss. War die denn jetzt besser? Du hast bestimmt dein Bestes gegeben. Lass mich doch einfach nochmal singen, bitte. Nein, das war's. Und wie geht's weiter? Ich werde versuchen, aus dem Material was zu machen. Wobei, zaubern kann ich auch nicht. Machst du das eigentlich extra, oder was? Bitte? Ich habe hier unter erschwerten Bedingungen gearbeitet. Ich weiß, ich soll mit meiner Stimme eine ganze Halle füllen, aber das hier ist keine Halle. Herrgott, erschwerte Bedingungen, was wird das denn jetzt? Du bringst es nicht und wir sind daran schuld? Mir könnte es ja egal sein, wenn Tristan so viel Kohle rauswirft, damit ich hier die Aufnahmen mit dir mache. Naja, er wird seine Gründe dafür haben und die will ich gar nicht wissen. Aber ich bin es gewohnt, dass die Leute, mit denen ich arbeite, Profis sind, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und wenn hier ein verdammter Orkan durchs Studio geht, du bist eben kein Profi. Aber du oder was? Seitdem ich hier aufgeschlagen bin, führst du dich auf wie der letzte Arsch und erwartest von mir Professionalität. Ich sag dir mal was, auch wenn du noch so erfolgreich bist, du bist und bleibst eine arrogante, blöde Vollwurst. Ich beweise seit fast 20 Jahren, dass ich der Beste in meinem Job bin. Ich darf eine arrogante, blöde Vollwurst sein. Du, Schätzchen, stehst ganz am Anfang. Da liefert man nur, was gefragt ist. Und wenn man es nicht packt, hält man wenigstens die Klappe. Sebastian! Wie ich höre, willst du nachher im Gremium mit uns über Clarissas Kündigung abstimmen lassen? Kann ich gut verstehen. Ach was. Ja, weißt du, ich frage mich nur, ob wir uns eine solche Entscheidung im Moment leisten können. Das lass mal meine Sorge sein. Ah, ich verstehe. Du hast Angst. Vor wem? Vor der blonden Bestie. Unserer allseits geliebten Tanja. Ansgar, bitte sag doch einfach, was du willst. Nein, nein. Du bist der Boss. Du musst wissen, was für uns alle das Beste ist. Lass dich nicht von Ansgar provozieren, Sebastian. Aber in einem hat er recht. Du musst wissen, was für alle das Beste ist. Das weiß ich. Dann hast du dich entschieden? Ja. Danke sehr. Danke sehr. Verfolgst du mich? Nein, ich... Nach unserem kleinen Erlebnis im Pool? Hey, Bella, dann haben wir gesagt, dass du hier bist. Andi ist auch da. Der falsche Mann am falschen Ort. Zur richtigen Zeit. Genau, ich wollte dich auch gerade anrufen. Wolltest du? Ja, das mit der Tür, das ist wesentlich komplizierter, als ich dachte. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, aber du hast wahrscheinlich was ganz anderes hier zu tun. Nein, ich wollte gucken, wie du klarkommst. Super, dann lass uns doch mal schauen. Also ich... ja, bis gleich. Später. Ja, gar nicht.
Frag am besten gar nicht nach. Dieser Typ war so ein Idiot. Tom Scholz, der Produzent von meiner Single. Aber der Idiot bin ja wohl eher ich. Mein Gott, jetzt redet ihr doch so nicht ständig ein. Dieser Typ hat dich voll auflaufen lassen. Jetzt könnt ihr mal bitte nach der Reihe erzählen? Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Und jetzt gibt es keine vernünftige Aufnahme von mir, die irgendwas taugt. Und das Schlimmste ist, ich habe den momentan angesagtesten Produzenten einen Spruch reingewirkt. Jo, das ist ja nicht schlimm. Dann gehst du eben zu diesem Produzenten mit deinem ganzen Charme und redest nochmal mit ihm. Ich hab ihn eine blöde, arrogante Vollwurst genannt. Oh, das ist ja ganz schön aggressiv. Ja, ich hab's mir voll versaut. Musste das sein? Setz dich doch. Du hast die Gremiumssitzung abgesagt. Das heißt also, dass Clarissa mit ihrer Aktion durchkommt. Ja, das heißt es wohl. Und glaub mir, niemand bedauert das mehr als ich. Warum hast du es dann getan? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber zurzeit hat sie uns wohl in der Hand. Der monetäre Verlust für die Enterprises nach ihrem Weggang wäre nicht kompensierbar. Das heißt also, sie hat Narrenfreiheit? Hatte sie. Bis heute. Was meinst du damit? Ab heute bin ich ihr Schatten. Leo, du kannst die Aufnahme bestimmt wiederholen. Ja, und du musst Tristan sagen, was das für ein Vollidiot ist. Ja, dass er einfach nicht auf einer Wellenlänge sei. Soll er dir halt einen neuen Produzenten besorgen? Einfach einen neuen Produzenten besorgen, klar. Wisst ihr, wie viel so ein Studio kostet? Oder was der Stundenlohn von Tom Scholz ist? Das will man gar nicht wissen, ne? Und wenn schon. Tristan hat doch die Kohle. Und außerdem kann ich bezeugen, dass die Aufnahmen nur wegen Tom nichts geworden sind. Das wäre aber gelungen. Mann. Und das Schlimmste ist, dass Tom recht hat. Ich kann eben nur mit meiner Gitarre spielen. Ich hab's eben nicht gebracht und nur unplugged bin ich gut. Jo, jetzt gib doch nicht schon wieder so schnell auf. Mach ich ja auch gar nicht, aber es ist doch gut zu wissen, was seine Schwächen und Stärken sind. Dann kann man sich darauf einstellen und daran arbeiten. So, und was heißt das jetzt konkret? Dass ich wieder ganz unten anfange. Tom wird Tristan mit Sicherheit die Aufnahme zeigen und dann wird er merken, dass ich nur ein ganz kleines Pupsstimmchen hab. Aber Tristan kann den Vertrag doch nicht einfach so auflösen, oder? Doch, wenn ich nicht die nötige Leistung erbringe. Ja gut, dann müssen wir halt einen Notfallplan aufstellen. Leonie, dieser süße Praktikant hat mir seine Nummer zugesteckt. Der süße Praktikant hat ihr die Nummer zugesteckt. Wie kommt er denn dazu, bitteschön? Keine Ahnung, ich saß die ganze Zeit neben ihm. Vielleicht lag es am Kleid. Wozu so ein kurzes, kleines Kleidchen nicht alles gut ist, oder? Hey, das könnte funktionieren. Na klar könnte das funktionieren. Sag mal, spinnt ihr jetzt vollkommen, oder was? Nee. Ich weiß jetzt, was wir für machen, Emilio. Mann, das ist eine Einladung, und zwar nicht nur für Kim. Vergiss es. Als ich deine Nummer gefunden habe, habe ich dich sofort angerufen. Willst du was trinken? Ich habe total Hunger. Ich esse nämlich für mein Leben gern. Und weißt du warum? Nee. Weil ich diesen Akt des Reinbeißens total sinnlich finde. Mir wird dann immer heiß und kalt und so unglaublich. Worauf hast du denn Appetit? Naja, ich würde sterben für einen Sushi-Burger vom Hauptbahnhof. Soll ich? Das würdest du für mich tun? Okay, du lass ihn auch mal reinbeißen. Bis gleich. Das ging aber fix. Wo hast du denn hingeschickt? Na, vom Fuji-Burger zum Hauptbahnhof. Da ist um die Uhrzeit doch immer so eine Mega-Schlange.